Entschuldigung. Diesmal war ich es. Hier ist so viel Marvel. Oh, wo kommen wir denn jetzt raus hier? Da vorne. Wo? Zeig es mir, Baby. Das hört sich falsch an. Zeig mir den Ausgang. War das nicht da? Beim Creeper? Beim Onkel Creeper? Idiot. Möglich. Hier, ne? Kann das sein? Waren wir hier? Was ist das? Kamen wir hierher? Nein. Mensch, wir sind doch gar nicht so, war doch gar nicht so schwierig, hier reinzukommen. War aber, es ist immer schwieriger. Das ist ja die einzigste Herausforderung, wieder nach Hause zu finden. Rein sieht in die immer Mühle überall kann so jeder. hell aus, weil die Fackeln da so fucking hell sind. Ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Wir haben es ja recht. Ich weiß, ich bin an sehr viel Marvel vorbeigekommen, als ich hier rein. Ich auch. Und dachte, oh, ich will das Marvel abbauen. Ja, bau ruhig ab, wenn du jetzt willst. Aber wir müssen den Weg finden. Ah, ich hab hier. Hier. Ja, ich will es dir auch lassen für nächstes Mal, wenn du denkst, dass. Ja, mir egal. Also, ich denke mal, wir haben jetzt genug erstmal mitgenommen. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube. Glauben heißt nicht wissen. Davon mal ab. So, dann geht's jetzt wieder ab nach Hause. Ab zurück in unsere Creeper. I hate you, Creep. Au. Mich greift ein Slime an. Ich denke, die sind lieb. What? Wieso? Wo ist das Ding, ey? Wieso greift er dich an? I don't know. Jetzt hab ich den Eingang verpasst. Wo ist denn der Eingang gewesen? Wo war denn der Eingang? Ich wollte da zwei Fackeln setzen. Ja, glaube ich. Ja. Glaube ich. Weil das findet man doch sonst nie wieder. So, ich mach mal drei Fackeln hier hin, dann finden wir das schon. Guck mal, Hanf! Brauchst du das? Nö, aber ich nehm's trotzdem mit. Können wir gleich rauchen. Okay. Nein, natürlich nicht. Geht nämlich gar nicht. Creeper von hinten. Ja, dankeschön. Kam aber ein bisschen zu spät, die Warnung. Da war er schon so gut wie am explodieren. Dieser böse Creeper. Nice, du hast einen Creeper erwischt. Mhm. Liebe dich. Ja, liebe dich auch. So, dann, Alter, wir können ja jetzt rennen. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm mit dem Trinken. Genau, Mark ist kein Kaffeespawner, sondern er ist ein Liebesspawner. What? Ja. Liebes-Spam. Liebes-Spawner. Passt doch. Really? Hm. Ja. Sollen wir gleich schwimmen oder sollen wir uns wieder ein Boot craften? Hm. Ich glaube, das geht einfach, wenn wir drüber übers Wasser laufen. Laufen? Ja, naja, so halt. Cheaten. Wie? Ist das Cheaten? Nö. Aber du hast gesagt, übers Wasser laufen. Also implementiert das Game Mode 1. Nein. Ich meinte einfach normal so. Der kopflose Nick. Und Frau gibt ihm den Rest. Boah, der wäre fast explodiert. Hast du das gesehen? Ja. Alter Schwede. Frösche sind voll cool. Welche was? Die Frösche. Welche Frösche? Ja, du hörst sie ja nicht. Ach so. Ja, ja, aus dem Matmos-Mod. So, wir rennen jetzt erstmal ein bisschen in Richtung nach Hause. Toll, mein Ding ist voll. Wer ist voll? Mein Inventar. Ach so, ich dachte die Hose. Die auch. Die auch? Was?
Schatz, die Wanne ist voll. Boah, wenn du das jetzt andersrum gesungen hättest. Danke. Warum krieg ich Schaden? Ach, ich hab Hunger. Lol. Warum krieg ich Schaden? Ach, ich hab Hunger. Okay, das sind echt so wäre, weißt du, würdest du anfangen so rumzuzucken. Ah, ich hab einen Lebenspunkt verloren. Ah, schon wieder ein Jahr weniger. Das wäre aber übel, wenn das wirklich so wäre. Ja. If Minecraft was real. Oder were real? Egal. Weiß ich schon. Oh, ich hasse Skelette, ey. Da wurde ein Schild wäre praktisch, ne? Das hat man in der nächsten Minecraft-Version. Deswegen wollte ich zum Beispiel auch immer updaten, weil da so viele neue Sachen reinkamen mit der Zeit. Lass mich zurück! Ich habe einen Pfeil im Nacken! Ich hab das echt viel gut. Schön. So, welcher Wegpunkt ist denn jetzt hier zu Hause und welcher nicht? Ja, egal, alles in diese Richtung ist gut. Ja, ich renne dir einfach hinterher. Die hat sogar ein Skelett in den Fuß geschossen. Merkst du das gar nicht beim Laufen? Ah, nein! Ah, uff, ah, tut das weh. Oh nein. Die ganzen Creeper hier, und jetzt hast du ein rudes Skelett auf dich gehetzt. Why so serious? Oh. Nice! Creeper mit zwei Schlägen down. Du siehst aus wie ein kleines, süßes, starres Schwein. Alter! Ja, nun ja, ich hab... Naja, ein paar Pfeile. Da ist doch nur die Rüstung. Sonst wärst du nichts tot. Aber sieht lustig aus. Naja, okay. Ist halt so. Kann ich auch nichts dran ändern. Alter, Mann, habt ihr immer noch nicht genug? Kopf weg. So, dann lass uns mal wieder zurückreisen. Haben wir jetzt langsam auch nötig. Ja. Außerdem können wir mal wieder die Sonne sehen. Ja. Ach, wie schön die Susi doch bei der Sonne aussieht. Doch, ich hau dich gleich. Nee, das tut weh. Ja. Ich hab sie gehauen im Real Life. Mach ich jeden Tag. Ja toll, jetzt kommen Schafe, weißt du? Jetzt brauchen wir ja keine mehr. Jetzt brauchen wir echt keine mehr. Egal, wir gehen wieder zurück. Und da brauchen wir keine Schafe. Schafe. Ach ja. Schöne Dschungelgeräusche. Ja, jetzt müssten wir uns natürlich ein Boot craften. Ach Quatsch, geht so. Ja? Welche Richtung? Ach Quatsch, geht so. Welche Richtung? Ja, ich weiß nicht, welche Richtung. Du bist schon richtig. Immer weiter gerade nach aus nach Süden. Wir waren vorhin ganz im Norden, jetzt sind wir wieder zurück im Süden. Merkt man, ne? Dass halt sofort hier sumpfig wird und so. Ja. Das dauert so ewig. Kann man auf so einen Blatt springen? Ja. Ja, voll cool. Aber nicht auf alle, glaube ich. Manche sind auch durch den Mod. Komm mir eine Idee. Nimm ein paar Seerosen mit. Ich hab vier Blätter. Ja, guck mal, was jetzt meine Idee ist. Zack, zack, juhu. Das macht voll Spaß. Ich gehe über Wasser. Muss nur wieder die Seerosen hinter mir dann abbauen. Das ist doof. Das dauert zu lange. Aber du könntest so einen Tümpel machen und dann könntest du so die Seerosenblätter so drauflegen und dann kannst du übers Wasser laufen. Ja, stimmt. Das habe ich immer bei Feldern gemacht, damit ich über das Wasser laufen konnte da. Damit ich da nicht ständig reingerutscht bin, weißt du? Ja. Nimm mal ein paar Seerosen jetzt hier mit währenddessen. So. Jetzt lass mich doch mal hier wieder anzulangen. Nein, sind hier viele Schafe. Ja. Was war das? Achso, Tintenfische. Apropos Fische, wieso sind hier keine normalen Fische? Eigentlich sollten die hier spawnen. Oh, ein schwarzes Schaf.
Ich weiß nicht, ob ich immer noch in der richtigen Richtung bin. Hauptsache, guck mal, wie das Cricket vor mir flieht. Hilfe, er hat ein Schwert in der Hand. Ist schon recht. Ich laufe mal einfach zu dieser scharfen Kante da. Welche scharfe Kante? Dürfte ja richtig sein. Ja. Du musst noch 800 Meter, also ich muss noch 800 Meter in diese Richtung rennen, in die du jetzt rennst. Also schätze ich mal, dass du gegebenenfalls noch 600 laufen musst, ja, bis du zurückkommst. Weil ich bin jetzt da, wo du gerade warst, mit den ganzen Schafen. Ach Mist, ey, das war kein Lapis Lazuli, war das ärgert mich. Ja. Vielleicht ist das ja auch jetzt rarer geworden durch die Mods. Das weiß ich nicht. Müsste ich erstmal meine alte Welt untergraben und da alles rausziehen, bis nichts mehr geht. Und Lapis. Ich meine, Lapis Lazuli ist an sich schon nicht so häufig vertreten, aber. Doof! Aber was willst du machen, ne? Ja, hätte man jetzt nicht gesagt, wir brauchen Lapis, sondern haben gesagt, wir gehen Diamanten suchen, dann hätte man garantiert die ganze Tasche voller Lapis Lazuli. Das ist das Gesetz. Dafür haben wir jetzt die ganze Tasche voller Raw Marble. Ja. Welches im Übrigen übersetzt Marmor bedeutet. Ja. Für die, die es nicht wissen. Aber Marmor gibt's ja eigentlich auch. In Minecraft, ne? Doch, Nether. Quarz ist das. Gut. Ja, das ist Quarz. Gut, das ist Quarz, ja. Quarz. Aus dem Harz. Sind wir wirklich so weit gelaufen? Ja, wir sind sehr weit gelaufen. Aber vorhin kam das, glaube ich, nicht so weit vor. Also du müsstest eigentlich gleich... Auf der Karte sehe ich noch nichts. Ich hoffe bloß, ich bin nicht zu weit rüber gelaufen. Das ist jetzt vorbei. Nee, nee, alles gut. Du bist immer noch in der richtigen Richtung. Ich sehe dich nur nicht mehr. Weswegen ich gerade ein wenig Angst habe, dass ich dich komplett verliere. Aber du musst eigentlich immer weiter nur nach Süden laufen. Nach Süden? Okay. Das ist ein guter Tipp. Immer nach Süden. Ja gut, du hast jetzt da keinen Wegpunkt, ne? Nö, aber wenn du sagst nach Süden, dann ist das doch... Also ich bin noch 300 Blöcke davon entfernt und eigentlich müsstest du... Warte mal. Ah. Warte mal. Bleib mal stehen. Also kämpf gegen den Zombie natürlich, aber... Bist du? Ich bin einfach mal geradeaus gelaufen. Weil du gesagt hast, immer geradeaus. Da unten kann das sein. Warte mal, bleib mal da am Rand des Bioms, bitte. Ich will wissen, ob du da bist. Ich will dich nämlich wiederfinden. Damit du nicht wirklich hier total rumirrst. Ich glaube, da müsstest du sein, wenn ich das jetzt so richtig auf der Karte gesehen habe. Sieht so aus. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, warte mal. Da drüben bist du. Ich sehe dich. Oh, I see you. Aber ich stehe schon nicht. Ah, da. So, hier weiter gerade. Aus. Nein, natürlich nicht da rein. Wer da jetzt schon am Mai? War ich hier nicht schon mal drin in der Höhle? Weiß ich gerade gar nicht. Hier ist aber auch nichts ausgefackelt. Sieht nichts. Also sieht nicht aus. Lapis-Versuch. So, da werde ich das nächste Mal mich versuchen. An Lapis. Wenn ich mal wieder eine Höhlentour mache. Aber jetzt wird erstmal noch ein bisschen was gebaut. Oh Gott. Was? Ja, ich mache nichts Schweres. Hast du jetzt gedacht, die Aufnahme ist jetzt schon vorbei, oder ja, was? Guck mal, Cola am Creeper. Echt jetzt? Wolltest du jetzt schon die Aufnahme beenden? Nein, aber ich huste ja die ganze Zeit. Musste. Ja, mein Gott, ist doch egal. Ach, ich schneide da gar nichts raus, außer die eine Stelle da. Wo ich so fies zu dir war. Nein, so indiskret, nicht fies. Ist ja die Wahrheit, ist ja insofern nicht, aber ich fand es ein bisschen ich schneid's raus. Zu privat. Ich schneid's raus. Versprochen, es tut mir nochmal wirklich aufrichtig leid. Ja, ist ja gut, du musst dich jetzt nicht entschuldigen, die Leute wissen ja nicht, worum es geht, wenn du es rausgeschnitten hast. Wenn nicht, dann kriegst du Haue. Ich krieg doch sowieso den ganzen Tag Haue. Naja. Außer in der Aufnahme, dann mal ab und an, naja gut, okay, hier auch. In der Aufnahme hast du mich jetzt auch ganz schön oft gehauen. Nein, nicht körperlich. Kennst du eigentlich schon meine Hobbit-Höhle? Nö.
Möchtest du die mal sehen? Ja, klar, wenn ich schon mal hier bin. Das hörte sich total begeistert an. Ich weiß, das ist gemein. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, wo du die gebaut hast. Naja, gebaut habe ich sie ja nicht wirklich.